Die bestehende Vollsperrung der Südstraße vom Haltepunkt Neustadt bis einschließlich Kreuzung Dr. Wilhelm-Kötz-Straße wird bis zum kommenden Montag 12 Uhr verlängert. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Hoyerswerda hervor. Die für den 7. August geplante Aufhebung der Vollsperrung kann aufgrund von Restarbeiten in den Kreuzungsbereichen und Markierungsarbeiten nicht erfolgen. Davon betroffen sind auch die Stadtlinien in Hoyerswerda, die bis zum Betriebsende am kommenden Montag weiterhin nach geändertem Fahrplan verkehren. Erst ab kommendem Dienstag soll der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden. Dann soll auch wieder die Linie 6 verkehren, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Anschluss an die Aufhebung der Vollsperrung sind noch Arbeiten an den Nebenanlagen geplant, die voraussichtlich bis 29. August anhalten sollen.